Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einer, ja, ich sage es jetzt mal, zu einem Projektstart. Es gibt was Neues am Markt, ihr habt es hier und da schon gesehen und ich bin in der glücklichen Lage, euch dementsprechend das hier jetzt schon vorstellen zu können. Und zwar geht es sich um das Armatus XS der Firma Aquamedic. Es ist ein absolutes Mikro-Aquarium. Tatsächlich Gesamtvolumen 8 Liter, das heißt im oberen Teil 4 Liter, im unteren Teil 4 Liter. Und ja, das wird mein neues Schreibtisch-Aquarium. Also sprich, ich habe ja schon den Blick rechts zu meinem großen Becken, was ihr im Hintergrund seht. Aber auf dem Schreibtisch hätte ich auch schon mal ganz gerne was gehabt. Und Aquamedic ist tatsächlich jetzt hingegangen und hat ein System oder beziehungsweise ein Systembecken tatsächlich so rausgebracht, was im Prinzip vollkommen autark laufen kann. Die Art und Weise, wie es zu betreiben ist, was wir dafür noch brauchen und, gehen wir jetzt hier alles in diesem Video durch. Also, auf geht's. Ja, gehen wir als erstes mal natürlich direkt ans Aquarium. Dafür mache ich dann die Deckenkamera mit an und blende euch das mit ein. Und dann gehen wir mal hin und machen das gute Stück auf. Hier oben ist noch ein Siegel drauf. Das muss ich hier tatsächlich einmal kurz schlecht vorbereitet. Ich habe keine... da, jetzt haben wir es. Siegel ist offen. Und dann machen wir das Ganze mal auf. Hier haben wir einmal eine Karte. Da kommt ihr zu der Bedienungsanleitung hin. Die habe ich mir übrigens auch schon mal ausgedruckt, weil es gibt so einige Sachen, die ich halt nicht so aus der Lameng raus kann. Also von daher seht es mir nach, wenn ich hier und da mal eine Kleinigkeit ablese. Und ich guck mal, passt von oben von der Sicht her. Und wir haben hier oben zwei Griffe dran, womit ich das komplette Aquarium, so wie es ist, aus der entsprechenden Verpackung herausnehmen kann. Dann kann ich es rausziehen und ihr seht schon in der Kamera von oben, dass halt alles andere sich im Aquarium selber befindet. Dann gehen wir mal hin und packen aus. So, das wird hier oben einfach abgehoben. Und ihr seht, das ist ein Plexiglasbecken. Ja, da müsst ihr dementsprechend ja, vorsichtig mit umgehen. Also keine Klingen und keine normalen ich sag's mal, Scheibenreiniger, die könnten relativ schnell das Ganze hier verkratzen. Ich selber werde eine Acrylklinge hierfür nehmen und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze hier gibt. Weiter geht's mit dem Zubehör. Das ist so eine kleine Zubehörbox hier. Muss mal eben gucken, ob man das sieht. Etwas zur Seite. So. Und da haben wir drin eine Abtrennung, den entsprechenden Kamm, der noch oben drauf kommt, ein Schläuchlein, die Pumpe, betrieben über USB, das Anschlusskabel für die Lampe, 1-2 Röhrchen zum Aufstecken für den Schacht, dann noch ein auf zwei Verbindungsstücke und zu guter Letzt hier gut verpackt die Halterungen für die Lampe an sich. So, das brauchen wir alles, mehr oder weniger. Packen wir mal den Karton rein und wir kommen zur Lampe selber. Und hier ist Aquamedic hingegangen und hat dieses Design der Lampe an sich an die bestehenden Lampen angelehnt. Finde ich cool. Wir haben hier oben ein Bedienungselement drauf. Das blende ich hier oben auch noch mal kurz mit ein. Darüber können wir die Lampe bedienen in entsprechend weiß, blau-weiß, blau. Reihenfolge ist, glaube ich, jetzt nicht richtig. Blende ich auch noch mal unten mit ein. Wir können diese Lampe auch über diesen Funktionsknopf hier dementsprechend dimmen. Also sie hat keine fest eingestellte Helligkeit. Wir haben also die Möglichkeit, tatsächlich hinzugehen und das Ganze so einzustellen, wie wir das brauchen. So, kommen wir zu den Sachen, die wir für unser Meerwasserbecken natürlich noch brauchen. Da wir natürlich immer eine konstante Temperatur brauchen, ist Aquamedic hingegangen und hat diesen Mikroheizer hier entwickelt. Und dieses kleine süße Gerät ist auch schon vorgestellt worden, kommt hier mit rein. Ich muss mal schauen, wo ich es installiere. Und wie ihr seht,
oder auch wahrscheinlich schon mitbekommen habt, wird das Ganze auch über USB betrieben. Das heißt, wir brauchen Netzteile hierbei und da ist Aquamedic hingegangen und hat tatsächlich die Netzteile nicht mit dabei gepackt, aus dem ganz einfachen Grund, weil wir in der Regel solche Netzteile schon zu Hause haben, in größerer Anzahl. Da wir jetzt hier drei Anschlüsse haben, also einmal für die Lampe, einmal für die Pumpe und einmal für den Heizer, brauchen wir zwei Netzteile. Zwei deshalb, weil ich einmal hingehe und natürlich einmal einen Systemstrom habe für Rückförderung und Heizer. Das läuft ja im Prinzip 24/7, 365 Tage durch. Und die Lampe selber wird eben über ein separates Netzteil gesteuert, was ich über eine Zeitschaltuhr bzw. hier in meinem Fall über einen ganz einfachen Smartstecker über entsprechend der App bzw. über Alexa steuern kann. Und das kommt dann im Prinzip zusammen, da wird die Lampe dann nachher dran angeschlossen und damit kann ich dann hingehen und eine entsprechende Routine einstellen bzw. ich kann hingehen und hier in der App von dem Stecker selber eine Zeitschaltung einstellen und dann geht dann, wie es halt sein soll, jeden Tag dementsprechend zur gleichen Zeit das Licht an und wieder aus. Was dann dementsprechend die Lampe allerdings nicht kann, dass sie dann halt selbstständig in einen anderen Modus wechselt. Das heißt, den Modus, den ich eingestellt habe und die Lichtintensität, die ich eingestellt habe, die bleiben gespeichert. Und das ist dann auch das Licht, was dann im Endeffekt die ganze Zeit, wenn die Lampe angeschaltet wird, bleibt. Heißt also, wenn ich es abends blau haben möchte, muss ich dann dementsprechend an den Schalter dran gehen. Ich habe gerade noch mal kurz nachgelesen. Stufe 1 ist natürlich Lampe aus. Stufe 2 ist das ganz normale Weiß-Blau-Licht, also sprich alle LEDs an. Und Stufe 3 ist blau und Stufe 4 ist weiß. So, jetzt habe ich es. Und danach kann man dann dementsprechend wieder ausschalten. Also sprich, wenn ich oben drauf einmal kurz drauf drücke, dann schaltet er durch die verschiedenen Stufen durch und drücke ich bei der entsprechenden Stufe, die dann halt erreicht wurde, länger auf den entsprechenden Sensor, dann geht die Lampe hin und fängt an zu dimmen. Und dann dimmt sie einmal kurz hoch, dann dimmt sie wieder runter und dann muss ich mir halt den Zeitpunkt auswählen, wo ich dann halt glaube, dass das entsprechende Licht, die Lichtintensität erreicht ist. So Leute, ich habe das Ganze jetzt hier mal ein bisschen vorbereitet und nehme euch mal mit für den Zusammenbau, wie was gemacht wird, warum, weshalb, wieso und schalte dann jetzt auch nochmal die Deckenkamera hinzu. Und zwar fangen wir tatsächlich mit dem Kabinett hier an. Hier habe ich schon vorbereitet den Überlauf, der hier in die entsprechende Mittelkammer reinkommt. Der hat Sinn und Zweck, dass dementsprechend, ja, den muss man bis unten durchdrücken, damit der auch abdichtet. Hier kommt im Prinzip das Wasser rein, läuft hier rüber und hier haben wir wieder unsere Rückförderkammer. Praktisch an diesem Überlauf ist, dass wir in dieser Kammer immer den gleichen Wasserstand haben und da in dieser Kammer möchte ich dann auch den entsprechenden Heizstab verbauen, weil der soll ja im Endeffekt immer im Wasser drin sein, damit er nicht kaputt geht oder nicht irgendwie das Plastik ankokelt. Das ist schon mal wichtig. So, dann setzen wir im Endeffekt die beiden Schwämme ein, die wir... Moment, das ist jetzt hier der falsche. So ist er. Genau. Die können wir einsetzen, müssen wir aber nicht. Wer es nicht will, im Endeffekt, die müssen natürlich regelmäßig gereinigt werden, weil so ein Schwamm ist natürlich dafür da und auch dafür bekannt, dass er entsprechend hier und da dann schon mal entsprechende Mikrobiologie aufbaut und dann schneller halt umsetzt. Also da müsst ihr darauf achten, dass dann die Schwämme dementsprechend auch regelmäßig gereinigt werden. So, dann da haben wir im Prinzip jetzt hier schon fast, bis auf den Heizstab, also den süßen kleinen, den setze ich hier unten direkt runter, so ungefähr auf die Mitte. Jetzt muss ich ein bisschen anfeuchten, damit der da auch hält. Genau. Und den können wir hier einfach rüberlegen. Praktisch an der ganzen Sache ist, das Becken liegt hier nicht komplett fest auf diesen entsprechenden Querstreben auf, sondern wir haben hier unten eine Verstrebung drunter und die ermöglicht uns eben diesen Heizstab bzw. das Kabel vom Heizstab da dementsprechend weiterzuführen.
Ja, kommen wir zum Becken selber. Da haben wir dann einmal hier zwei Röhrchen. Einmal für unten drunter. Da kommen wir gleich zu. Und das ist hier das Röhrchen für den Überlauf. Das setzen wir mal da. Ja, wird ein bisschen eng. Das wird da so eingesetzt. Und das andere kommt gleich unten drunter durch, damit das Wasser bis unten dann halt durchläuft und halt nicht, ich sag mal, von oben direkt so reinplätschert. Gut, was haben wir als nächstes? Genau, jetzt kommen wir zur Pumpe. Da haben wir ein paar Kleinigkeiten, die man beachten muss. Wo habe ich den? Genau, da hinten liegt er. Wir können jetzt einmal hier das Ganze aufsetzen. Und der Schlauch ist extra ein kleines bisschen länger gelassen, dass das Ganze nicht direkt hier sitzt. Wir müssen gucken, dass wir die Pumpe halt auf dem Boden mit den Saugnäpfen positionieren. Und nach Möglichkeiten muss man darauf achten, dass sie halt nicht links und rechts an die Wände kommt, dann wird das wahrscheinlich rappeln. So, jetzt gehe ich hin und setze die Pumpe an eine Position, die mir dementsprechend, ja, ich sag mal, genehm ist. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie rum ich das hier mache. Ein kleines bisschen tricky das Ganze. Setze die da unten rein. So, und jetzt haben wir hier den Schlauch über. Der dann anschließend hier rein, also sprich hier durchkommt. Und hier unten drunter müssen wir ja auch noch das entsprechende Rohr drunter setzen. So, das wird hier unten einfach eingepasst. Schön fest reindrücken. So, und dann kann ich schon im Prinzip hingehen, den Schlauch hier durchführen. Durchführen habe ich gesagt. Genau. Und ihr seht, jetzt habe ich schon ein kleines Problem. Nö, habe ich nicht. Funktioniert so, wie ich mir das vorgestellt habe. Kann man so machen. Und hier habe ich jetzt dementsprechend einmal meine Verbindungsstücke. Einmal für unten und hier drüber bekomme ich dann meinen Auslauf, den ich dann jetzt hier oben einpasse. Ein bisschen rausziehen das Ganze, nur ein wenig. Aber ich befürchte auch mal, dass das Ganze wahrscheinlich von Aquamedic andersrum gedacht ist. Wo ich halt die Problematik drin sehe, ist, wenn ich die Pumpe wieder so mit rausziehe, ist, dass die wahrscheinlich irgendwo anecken könnte. Aber das werden wir noch im Laufe des ganzen Projekts hier sehen. So, dann haben wir im Prinzip den oberen Bereich hier schon vorbereitet und könnten jetzt hier die Abdeckung draufsetzen. Bei der Abdeckung muss ich euch auch noch eben zeigen. Hier haben wir einen Verschluss, sodass dieses Röhrchen hier nach Möglichkeit abgedeckt bzw. geschützt ist. Das kommt oben drauf und dann ist der Schacht auch im Endeffekt schon fertig. So, und last but not least, natürlich müssten wir es jetzt einrichten, das machen wir aber in einem anderen Video, haben wir die Lampe und da haben wir die entsprechenden Halterungen, die werden einfach seitlich nur draufgepackt. So, und dann drehe ich die mal rum. Ja, genau, schmeiß weg. Gerade das Gute. Und die wird dann einfach nur in die vorhandenen Halterungen eingehangen und dann haben wir das Becken hier so fertig. Ich vermute mal, dass es jetzt hier aufgrund des Hintergrunds hier ein kleines bisschen nicht zu sehen ist. Wartet mal einen Moment. Ich versuche das hier mal so, dass das Becken so besser zu sehen ist. So, ich habe jetzt hier einmal das Netzteil für die Lampe. Dafür brauchen wir einen. Wenn mich nicht alles täuscht, muss ich eben nachlesen. Ein Augenblick. Genau. 10 Watt Netzteil. Genau gleiche Stärke, wie wir auch für die für den Heizstab brauchen. Also für den Heizstab und für die Pumpe, da müssen wir dann ein etwas stärkeres Netzteil haben. So, da gehen wir jetzt ganz normal an den Strom dran. Die USB-Verbindung wird eingesteckt. So, jetzt habe ich hier mein ganz normales USB-C Kabel, also sprich, da sind wir auch auf Standard, steck's ein und siehe da, es leuchtet. So, jetzt gehen wir mal die verschiedenen Modi durch. Wir sind jetzt im Weißmodus, das heißt, danach müsste die Lampe, wenn ich wieder drauf tippe, ausgehen. Sie geht aus. Der erste Modus ist blau-weiß, zweite Modus ist blau, dritte Modus ist rein weiß, beziehungsweise der vierte ist dann, ja, wäre dann rein weiß. Falsch aufgezählt. Also,
Eins ist aus, zwei, drei und vier. So, und wie ihr schon gesehen habt, das ist ziemlich hell im Moment. Und wir können das Ganze, wie gesagt, durch draufdrücken, wenn die Lampe in einem entsprechenden Modus ist. Ja, jetzt habe ich, genau, nochmal so. Und jetzt seht ihr, jetzt dimmt die Lampe runter. Und das kann ich dann dementsprechend so lassen, wenn ich das möchte. Schalte meinetwegen durch die verschiedenen Modi durch. Und komme im Endeffekt aber auch wieder zu dieser Beleuchtungsstärke zurück, wenn ich jetzt meinetwegen dem den Strom klaue und stecke sie dann anschließend wieder ein, kommt sie exakt zu diesem eingestellten Modus zurück. Das heißt also, ich kann das Ganze ohne Probleme über eine mechanische oder elektronische Zeitschaltuhr hier einstellen und die Beleuchtungsstärke bleibt dann nach dem Einschalten wieder gleich. Das Einzige, was wir halt, wie eben schon gesagt, nicht haben, ist, dass dann hier dementsprechend die verschiedenen Farben, dass wir einen Übergang haben. Da müssen wir dann eben, wenn wir dann am Schreibtisch sitzen, mal eben kurz drauf tippen. Dann ist es, dann können wir durch die Modi durchgehen. Und wenn wir dann weggehen, müssen wir dann halt dran denken, dass wir wieder zurückschalten auf den Modus fürs Taglicht. Ja, also je nachdem, so wie wir es brauchen. Ja, und zur Inbetriebnahme, wie es genau geht, das zeige ich euch dann dementsprechend im nächsten Video, wenn ich das Ganze dann unten bei mir auf dem Schreibtisch installiere. Also, bis zum nächsten Video. Ich zähle auf euch. Euer Viper. Ciao.